Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Forest. Hallöchen. So, jetzt haben wir ja zwei Höhlentouren. Jetzt könnte man überlegen, eventuell vielleicht mal was zu bauen. Ich darf mal sagen, wir könnten mal mit einer Mauer anfangen oder einen neuen Garten. Ich habe mal, was ich mir überlegt hatte, wenn wir uns einen Garten separat nochmal abschützen. Mit einer kleinen Verteidigung. Man kann ja so Steinmauern bauen. Man könnte ja um den Garten so eine Steinmauer. Genau, das meine ich. Aber ich weiß gerade nicht, wo. Wollen wir denn noch einen dritten Garten hier bauen? Weil der ist eigentlich voll. Ja, es gibt einen Stockzaun, einen Knochenzaun und einen Felswand. Ich würde so einen Stein, oder? Das sieht vielleicht ganz cool aus. Weil so ein Felswand, genau. Oder Stockzaun. Knochenzaun will ich jetzt nicht machen, aber... Alter, Felswand. Der Wind ist gerade so laut, oder? Felswand könnte halt zum Weg passen. Ja, ich baue gerade. Sollen wir noch einen dritten Garten machen? Ich bin gerade dabei. Wieso klappt das jetzt nicht hier? Oh, wird so groß. Oh, der ist vielleicht ein bisschen zu lang, oder? Nö, ja, ich vielleicht zwei einzelne, damit wir es... Ja, mach mal wieder zwei einzelne, dann sieht es mir schön aus. Löschen. Aber wir brauchen einen Eingang eigentlich, ne? Kann man da einen Eingang machen? Gute Frage. Oder ist das jetzt wieder zu klein? Ah ja. Das könnte jetzt vorteilhaft sein. Mit der Mauer, dass die da nicht sofort reinrennen und es kaputt machen, könnte aber auch nachteilhaft sein, dass wenn die sich hier verfangen, dass die ganze Zeit hier nicht mehr rauskommen, ne? Und alles kaputt machen. Darum wäre ein Tor ganz gut. Ja, aber ich habe kein Tor. Gibt's nicht. Aber wie ich unser Glück kenne, laufen sie wirklich genau hier so. Ja. Deswegen weiß ich gerade gar nicht, ob das so schlau ist. Aber wird halt cool ausschauen, finde ich. Ach komm, sonst bauen wir es einfach neu. Ja. Ich hole mal schnell den Schlitten. Auch können wir Baumstämme holen. Ah, es ruckt bei LOL. Alter, ich treffe richtig gut mittlerweile, schon aus einer richtig großen Entfernung. Ich habe wieder Hasenfell. Oh, geil. Ja, jetzt könnten wir eigentlich auch langsam überlegen, sagen wir, unsere Villa zu bauen. Anführungsstriche Villa. Mit einem Bett drin und sowas. Da könnte man eventuell dann auch schon mal anfangen, so Bänke reinzuhauen und Stühle. Und da sollte man doch lieber erst eine Mauer... Wie viel Felle können wir eigentlich tragen? Weil vielleicht sollten wir langsam irgendwie so ein Ding bauen, wo wir Felle aufhängen können. Stimmt, ja. Das wäre vielleicht... Das mache ich mal. Okay. Ja. In welchem Haus dann? In unserem Essensvorrat würde ich noch so ein Ding reinhauen. Alles klar, ja. Für Lager Nummer 2, weißt du, wir haben das andere Lager, ja. Jetzt haben wir noch ein Lager. Passt, oder? Jo, das passt. Wir hätten ein Sprengstofflager. Ah, gibt's ja, das auch können... noch, ne? Ja, komm. Bauen wir das alles mal. Da können wir uns immer schön ausrüsten für die Höhlentouren. Du
So, und bauen wir. Da haben wir dann da tummelte Hasenfell. Alter Digga, Alter. Holy shit, ich hab 5 Hasenfälle. Boah, krass. Voll geil. So. Erster Garten fertig. Und zweiter Garten fertig. Kann ich hier gleich Aloe Vera reinhauen? 2 Stück. Sonnen. Achso, halt, vielleicht sollte ich. Ach, jetzt habe ich gemischten erst. Ja. Also, man kann immer nur 5 Sterne nehmen. Oha. Vielleicht braucht man doch so einen Steinbeutel. Ja. Für so Bauprojekte wäre es manchmal so. So, für einen Steinbeutel braucht man anscheinend. Was? Achso, ich habe schon einen kleinen Steinbeutel. Oha, krass. Na gut. Hey, du hast einen Steinbeutel und kannst 5 Steine nehmen. Ja. Wie kann ich dann nehmen? Oder? Ohne Steinbeutel. Achso, ein kleiner Steinbeutel ist dann wahrscheinlich für die wirklich kleinen. Ja, ich glaube, ja, kleiner Steinbeutel. Da mich jetzt aber interessieren, was brauchst denn du für. Ist das hier? Ne, hier ist Lisser. Das ist Hase. Natürlich auch Hase. Ja, hin. Aber jetzt. Achso, ja, also. Hey, was hast du denn da? Achso, Alter, holy für. Ja, wegen zwei Hasenfälle. Ja, aber Steinbeutel. Was wäre ein Steinbeutel? Weiß ich gerade gar nicht. Das ist nicht mit. Oder ist das mit Lizard vielleicht? Sehen wir gerade noch eine Echsenhaut. Ne, nur die Tarnausrüstung. Kleiner ja. Köcher. Köcher braucht man nicht, oder? Hasenfellstiefel, nee. Wärmeanzug. Hasenfellstiefel wären vielleicht mal nicht blöd. Aber mache ich nicht jetzt. Und Lizard? Ich glaube, so ein Hasenfellstiefel, das braucht erst. Tarnrüstung. Kann man echt nur Tarnrüstung aus Lizard machen, oder was? Ja, anscheinend. Ja, dann brauchen wir wahrscheinlich Rehe. Ja. Na ja, gut. So. Yes. Ja, genau. So, da ist jetzt die Überlegung, ob ich mir noch so ein. Ah, ich weiß was. Es hört sich echt blöd an, aber wollen wir mal? Weil ich mag mal wissen, wie die Mutantenrüstung dann komplett ausschaut. Hast du Bock, dass wir die Mutantenrüstung sammeln? Was? Das können. Komm mal, nee, komm mal ins andere Lager, bitte. Ins andere Lager. Discord ist gerade wieder ein bisschen am Abkacken, kann das sein? Ach, nee, eigentlich gar nicht gerade. Also, du hörst dich normal an. Okay. Ach, man kann es nicht mehr ablegen, oder? Ach so, Scheiße. Ah ja, stimmt. Ah ja, da war ja was. Ah, Mann, schade. Schade. Nein, das möchte ich hören. Aber ich überlege gerade, ob ich mit dem Stoff. Soll man mal eine Knochenrüstung machen? Hä, hey, was hast du denn da gebaut? Lul. Die ehrlich? Keule brauche ich jetzt. So. Wie viele Knochen habe ich denn? 15, na gut. Oh, ich habe schon wieder 31 Stoff, das ist ganz cool. Jetzt sollen wir Knochenrüstung machen und die dort sammeln? Oder? Ich weiß nicht. Ich weiß jetzt auch nicht. Nee. Ich würde vielleicht echt erst ausstellen, sag ich mal, wenn man viel Stoff haben und so. Weil wir brauchen ja eigentlich Rüstung, da haben wir jetzt nichts ausstellen. Ja, ist so eine Notfallrüstung. Hm. Ja, ob man es jetzt gleich anzieht oder dann da erst. Ja, das stimmt eigentlich, da hast du auch wieder recht. Hey, hier ist Aloe Vera. Cool.
Marco, wo ist es? Nicht gefunden. Gut, ist mit den Steinen, das dauert doch Ewigkeiten. 158 noch. Ja. Na gut, das ist so ein Projekt, was man halt immer wieder besucht. Ja, nebenher. Ja. Aber was machen wir dann in unserem Hauptprojekt? Sollen wir eine Mauer um unsere Siedlung machen oder sollen wir noch ein Haus machen oder? Also eine Mauer, da würde ich mich ein bisschen sicherer fühlen, muss ich sagen. Ja, weil wenn die noch mal einmal so einen großen Angriff starten, ne, da haben wir voll verkackt. Ja. Hast du überall schon gepflanzt eigentlich? Ja, ich habe schon alles rausgehauen, was ich hatte. Rechts ist jetzt Aloe Vera oder wieder Büsche? Ja, das habe ich vielleicht verkackt, das beides jetzt. Okay, weil ich tue dann hier nur Aloe Vera rein, okay? Okay, ja. So. Ach, eine Mauer fertig, ist ja schön. Aber mit Aloe Vera ist halt immer so die Sache, ich glaube, die wächst nicht automatisch nach. Ich bin mir nicht sicher, es kann sein, ja. Leider nicht so wie bei den Blaubeeren. Achtung, ach du Scheiße. Das sind echt viele. Ich sehe gerade nur einen. Nein, du holst ohne Witz? Wow, irgendwie ist es gerade verbuggt. Ich habe gerade draufgeschlagen. Ah, okay, das sind doch ein bisschen viele hier. Ah, okay, wir sollten ein bisschen weg von unserer Base. Leute, ich schlag auf ihn drauf. Es ist gerade verbuggt. Kannst du dem Schaden zufügen? Ja, ich glaube schon. Ich kann auf die hauen, es passiert nichts. Wechsel mal deine Waffe. Okay, Mann. Das Ding ist, ich kämpfe gerade gegen zwei, das ist mein Problem. Oh, ich kann sie wieder treffen. Oh, Gott. Das Problem hatte ich letztes. Die krabbelt auf dem Baum. Lol, der krabbelt auf. Nein! Lol! Nein, der ist im Garten, der andere ist im Garten. Nichts. Mit einer Fackel auch noch. Ich fasse es nicht. Lol, der schmeißt mit Feuer. Oh, der andere ist vom Baum runtergesprungen. Ja. Ich hoffe, dass der andere gerade echt nicht unser Garten kaputt macht. Oh. Die greift uns zu Hause an! Nein! Nein! Weg da! Oh nein, ich habe eine Rüstung verloren. Weil das sind gerade zu viele, Alter. Nein! Nein! Nein, ich war doch gerade passiert! Nein! Ihr Wichskrüppel, was habt ihr gegen unsere Treppe? Oh Mist, ich hab jetzt auch eine Rüstung verloren, Alter. Das war ein Großangriff, das sehe ich schon. Ja. Dann wissen wir ja gerade gleich, was wir machen werden. Eine Mauer bauen. Gerade haben wir es noch gesagt, Alter. Aber wenigstens sind unsere Vorräte noch heile. Wow, der hat mit einem Schlag zwei Rüstung-Dinger weggehauen. Lol, ich bin gleich tot. Lol, der Nein, da kommt, Stadt, da kommen noch mehr. Wir müssen wegrennen. Wo bist du? Ich bin gleich tot. Wo bist du, Alter? Alle Rüstung verloren und ich laufe zum Floß. Ja, Floß, das ist eine gute Idee, Alter. Weil da sind gerade so viele, Aber hier sind gerade... Das sind unendlich viele. Ich renne mal auch zum Wasser. Dann kämpfen wir am Wasser ein bisschen weiter und dann... Weil ich habe auch keine Ausdauer mehr. Mann, ey. Jetzt habe ich ganze Rüstung wieder verloren. Kaum. Ja! Kriegskotzen. Ja. Ah, meine Rüstung ist wieder weg. Ich habe keine Rüstung mehr. Oh, jetzt ist der Stockton groß. Nee, komm. Floß. Floß. Ein Floß drauf gewesen. Vielleicht können wir ja mit von dem Bogen da wieder Nee, Fabi, ich friere, fahr zurück. Achso, du frierst. Wie frierst du? Ich weiß es nicht. Nein, ich war nicht im Wasser. Ach doch, ich bin nass, ich weiß nicht warum. Unser schrönes Treppchen. Oh Gott, ich verliere Schaden. Ich verliere Schaden. Du verlierst Schaden. Ich bekomme Schaden.
Ich bin blutüberströmt. So, Alter, ich bin gleich tot. Was? Dann, ja. Dann nehm Medizin. Ey, ja, genau. Oh Gott, die Medizin bringt nichts. Das, Alter, ist halt das halt sich zu langsam. Dann nimm gescheite Medizin und nicht das selbst gemacht oder sowas. Ich bin tot. Lol. Bitte bleib auf dem Fluss. Nein. Ne. Du bist... Lol, wie komm... Warte, ich komme jetzt. Was? Jetzt wird es interessant. Boah, du schwebst zum Glück. Glück gehabt. Oh ja, Gott sei Dank. Und weiter. Zum Glück bist du jetzt nicht untergegangen, das wär's jetzt gewesen. Ich bin gleich wieder tot. Alter, wieso? Boah, das war jetzt Asi, Alter. Also das ist widerlich. Also das mit dem Erfrieren ist voll übertrieben, Alter. Wenn du frierst, du verlierst ein komplettes Viertel von deinem Leben. Oh, okay. Immer in so 10 Sekunden, 5 Sekunden Takt so. Zack, 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 tot. Das ist übel. Gut, also im Hardcore-Modus ist es anscheinend. Also ich glaube, man könnte sich wirklich mal überlegen, hier Ding zu bauen. Irgendwas, wo du... Ah, da war's. Was hier bauen? Im Hardcore-Modus können wir sich vielleicht doch mal Kleidung bauen, meine ich. Ach so. Hast du gerade Medizin für mich? Weil ich habe gerade alle in das Regal getan. Ach so, ja. Hier. Danke dir. Weißt du, was ich nicht mitgedacht habe? Hm. Wieso bauen wir da, wo wir es wegsprengen wollen, direkt einen Garten drehen hin? Tja. Magst du das sprengen und Nee, jetzt nicht. Nee, mach an. Ne? Ich hab's keinen Bock, dass wir den Garten weghauen. Ne? Kann man speichern und schlafen? Ja. Also ich speichere mal. Ach so, es ist ja Nacht. Stimmt, wir können das schlafen. Naja, schlafen mal. Ja. Ich hoffe, dass unsere Siedlung ganz ist, Alter. Weil die Karte, wenn wir nicht in der Nähe sind, greifen sie es doch nicht an, oder? Normalerweise nicht, nein. Oh, ich hab gleich wieder Hunger. Ah, scheiße. Ich liebe die Bären. Ja, ich wollte gerade sagen, ich esse auch mal die Bären, weil... Die wachsen noch. Die wachsen nach und... Von denen habe ich auch noch Samen und ich habe gerade Fleisch gegessen gehabt. Alter, waren wie viele von dem Zeug da ist. Okay, passt. Haben wir hier vielleicht gleich nochmal. Ich pflanze gleich nochmal zwei Beeren. So. Na gut, dann können wir ja jetzt. Zurück. Back to our base. Alter, die Rückzugsinsel, das ist das Beste, was uns hier eingefallen ist. Ja. Ohne Witz, das war gerade richtig, richtig, richtig gut. Genau für solche Fälle, weil das war ein Angriff, den hätten wir nicht mehr überlebt. Das waren so viele jetzt. Ja. Das war übel. Die haben alle beide meine starke Rüstung weggehauen. Ja. Alter, das war... Nee, da war gerade ein Typ dabei. Ich glaube, es war ein neuer Typ vom Gegner. Der hat richtig viel Schaden gemacht mit einem Schlag. Ein Schlag, zwei Rüstungen weg und da war die Mutantenrüstung dabei. Und nochmal ein Schlag, dann war ich fast... Pfff. Ich bin jetzt gespannt, wie es ausschaut. Garten kaputt wahrscheinlich, Haus kaputt. Nee, ich glaube nur die Treppe. Ne, ich habe eigentlich gerade einen Hammer in der Hand gehabt, wollte reparieren. In dem Moment ist die Treppe in die Luft geflogen. Ah, skandalös. So. So, schauen wir mal. Schauen wir, müssen wir den Schaden da laufen schon wieder welche. Ja, man muss wahrscheinlich jetzt die Treppe. Oh, da laufen wieder viele. Genau, Alter. Treppe. Der Garten ist eigentlich noch ganz... Schaut gut aus. Ja. Ja, das sieht... Dauert noch ein bisschen rapieren. Wir müssen die Leichen weg verbrennen oder so, weil sonst... Stinkt es dann so oder lockt die an oder was auch immer, keine Ahnung. Auf alle Fälle waren da gerade Fliegen. Ja.
So, ich mach schon mal hier Bauprojekt. Oh, diese Treppe, immer diese scheiß Treppe. Gerade die Treppe, Alter. Was haben die gegen dieses Haus? Ja, stimmt, die greifen immer das Haus an. Aber volle Rotze, ne? Ja. Eigene Wand. Ah, ne, eine Wand, eine eigene Wand wollte ich nicht. Ach, die Wand müssen wir neu bauen, ach. Mhm. Hey, wie bist du hier hochgekommen? Über die Kante da. Ah, okay. Genau, also man braucht ja drei Hasendinger, oder? Um das. Dann würde ich sagen, jeder baut sich mal so einen Hasenstiefel, oder? Hey, wie geht du hast ja auch drei Hasenfälle und zwei Seile. Hey, wie geht Ausrüsten. Das? Ich weiß gerade echt nicht mehr, wie es bauen ging, ohne Witz. Hasenfellstiefel erhöht die Tarnung. Habe ich die jetzt an? Ich bin mal voll doof, Alter. So, ich habe jetzt diese Hasenstiefler gemacht. Hey, ich kann das bauen nicht mehr. Wie nicht mehr? Ey, ich verstehe das gerade nicht. Irgendwie war das doch, dass wir einmal komplett rum auf diesem Boden. Ja. Was war das? Halt, das hast du eigentlich mal gemacht. Hey, bin ich gerade bescheuert? War das nicht einfach. Ah ja, hab's schon. Alles gut. Okay. Hast du jetzt Hasenschuhe gemacht, oder was? Ja. Drei Hasenfälle und dann zwei Seile. So. Und wo sind die Lizards? Ich habe mir gerade eine Tarnung draus gemacht. Ganz ehrlich, weißt du, ich denke mal ein bisschen sammeln und ich hänge sie auf und du schnappst es ja gleich und baust daraus was. Ich hänge, glaube ich, nie wieder irgendwie Sachen von mir auf, weil die nimmst du dir gleich und benutzt sie gleich. Ja, wir wurden halt angegriffen, ich wollte ein bisschen Rüstung haben. Ja, toll, ich habe auch nichts. Nö, ich habe auch nichts mehr. Also. Dadurch habe ich, glaube ich, überlebt. Toll. Aber schwitzen kann man in den Dingern nicht, oder? Ich glaube nicht. Was? Ich kann es aber nicht ausrüsten. Oder? Doch. Doch, doch, du hast schon ausgerüstet. Aber das ist so ein, weil das war so blöd. Das kriegt man nicht mit, ja. Aber noch irgendwelche Sträucher, die ich habe. Hier das, genau. Ach ja. Ach nee, komm schon. Sechs Knochen, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Die Frage ist halt jetzt, wie groß machen wir jetzt die Mauer? Ja, das weiß ich immer auch noch nicht so ganz, weil ich weiß ja nicht, wie groß unsere vielleicht, Siedlung wird. Ja, genau. So, vielleicht sollten wir nur da eine Mauer bauen, jetzt wo wir schon die Häuser haben. Ja, und dann, wenn es ist, erweitern. Ja.
Und dann ist auch nicht so ein großes Projekt, dann geht es einigermaßen. Wieso laufe ich eigentlich noch die ganze Zeit mit Feuerzeug rum? Ach komm schon, die ist schon wieder in unserer Siedlung drin. Nein! Was? Nein, hörst du auf? Nein! Du Bastard! Nee, komm nicht hier, bitte nicht hier, Alter. Ohne Witz. Stirb. Alter. Stirb, stirb, stirb. Vielleicht reparieren. Ich glaube, ich muss mir auch so einen Hammer bauen. Das ist gerade sau wichtig, ja, glaube ich. Wow, was ist so? Oh. Ja, ich habe da nochmal drauf gehauen, der so komisch geatmet hat noch auf dem Boden. Ja, das geht mal gar nicht. Hast du da mal Essen reingeschmissen? Ja, zwei Vögel. Ja, die sind vergammelt oder verbrannt. Ah ja, stimmt. Ah, dass sie immer verbrennen, das ist mir nicht. Vergesse ich immer wieder. Moment, wie schaut es eigentlich gerade zeitlich aus? Ich hab gar nichts drauf geachtet, das ist durch. Hast du Timer gestellt? Ja, ja, habe ich. Oh, perfekt. Natürlich habe ich das. Aber wir könnten so langsam zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, ein Ende finden. Okay, hast du die Treppe schon gebaut? Nee. Nicht, oder? Treppe habe ich noch nicht gebaut. Ach man, unsere gute Macht. Die Treppe, weil die Treppe ist immer so schwer eigentlich. Das ist richtig. Ja. Dass sie immer gerade. Genau die müssen sie immer zerstören. Oh nein, Mutant. Oh, gehst du weg von unserem Haus? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Was? Oh, er kommt zu mir. Ah, geh wieder zum Haus, geh wieder zum Haus. Er rennt weg. Ja. Aber es ist eine Rüstung. Es ist aber eine Rüstung. Ja. Dann können wir zum Floß locken und dann vom Floß aus. Wow, chill. Weil es nur der Mutant ist. Ich hätte auch genug Dynamit, also theoretisch. Aber ich hab halt Angst, dass. Weil der läuft die ganze Zeit so blöd rum. Ja, das ist aber Blödsinn, glaube ich, den jetzt mit. Ja. Vielleicht kann es auch so das. Ich hab keine Pfeile mehr. Lol. Oh. Du weißt ja noch, wo ich jetzt. Der ist direkt mit dir. Ja, aber ich will ihn jetzt nicht zum Haus locken, das ist das Problem. Kannst du mit Stöcken Speere machen? Stimmt eigentlich, vielleicht macht es mehr Damage. Komm, den kriegen wir. Hält nicht mehr viel aus. Ach. Ich hab keine Pfeile mehr. Jawoll! Jawoll. So, erstmal ganz im Pfeil wiederholen. So. Geil. Oh, nice. Oh, Hammer. Jetzt überlege ich, ob ich mir die Rüstung vielleicht wirklich mal aufhänge. Oh. Ups. Ich hab schon drauf gehabt. Das ist nicht schlimm. Die kriegen wir schon zusammen. Aber ich mag mal so eine komplette Rüstung zusammen haben. Das wäre, ja. Weil ich einfach mal wissen will, wie das ausschaut. Wäh? Alter. Mit Augen und so ist das. Naja. Oh, hier müssen wir nur was reparieren.
ging denn so ein Hammer? So ein Reparaturwerkzeug. Also ein Hammer, zwei Stein. Stecker. Also Stecker habe ich auch keine mehr. Hey, langsam, holy shit, was geht denn hier? Baumholz. Ja, ja. Auch das ist relativ einfach gemacht. Ja, ich weiß schon. Aber hier ist noch was zum Reparieren. Eieiei, wie viel man hier reparieren muss. Ja, es geht nur unterm Kampf, dass wir hin und wieder mal reparieren, dass ich auch reparieren kann unterm Kampf vielleicht, weißt du, wenn sie mit dir beschäftigt sind. Ja. Das wäre, glaube ich, schon hilfreich. So. Ein Stein, zwei Stock, zwei Stoff. Und 10 Baumharz. Das müsste ich ja, glaube ich, schon im Inventar. 7, 8, 9, 10. So. Genau, gut, dann habe ich das auch. So, die Treppe ist fertig. Jetzt noch 3 Baumstämme, dann wäre das ja auch wieder fertig. Ich glaube, die Treppe ist jetzt schöner wie vorher, kann das sein? Irgendwie flacher. Oder kommt es mir so vor? Stimmt eigentlich. Krass. Habe ich richtig gut gemacht, Alter. Ja, richtig. So. Dann zünden wir ihn mal. Und es sind 31 Minuten. Wir müssen so. Diese Folge beenden. Alles klar. Gehe ich hier mal rein und speichere. Fertig kriegen. Da ist noch eine Leiche drin, oder? Brennt ja, die immer noch? Nee, die habe ich gerade eben. Ich bin ausgegangen. Eben, ja, ich habe gerade nochmal das Feuer angemacht. Ja, genau, das wollte ich auch gerade fertig kriegen. So, tue ich da hinten noch. So. Und dann kommen sie her und ich speichere auch nochmal und dann. So, da la. Perfekt. Perfekto. Dann vielen Dank fürs Zugucken. Und dann sieht man sich hoffentlich wieder bei der nächsten Folge. Hoffentlich, ja. Tschüss. Ciao.